Herzlich willkommen zurück, Kingdom Come Deliverance, bei mir hier. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind am Schlafen und wachen jetzt in diesem Moment auf, just in diesem Moment, und müssen jetzt erstmal unser Zeug sortieren. Ja, das habe ich nicht mehr gemacht. Ich wollte euch daran teilhaben lassen. Ne, wenn ich mir schon diesen langweiligen Kram geben muss, müsst ihr das auch. Nein, aber es ist ja vielleicht ganz interessant zu sehen, so. Was wir denn so alles uns geschnappt haben. So, jetzt muss ich erstmal alles aus dem Pferd rausballern. Und in unsere Kiste, weil das wird dann später sortiert. Weil hier sind ja noch ein paar geklaute Sachen dabei. Obwohl, eigentlich könnte ich. Das war jetzt blöd. Ich denke mal, ich sollte die Pfeile echt. Im Pferd lassen, weil das kann man ja mit Sicherheit brauchen. Was? Ach, jetzt habe ich die Pfeile. Wollte ich doch gar nicht. Nein. Okay, jetzt haben wir. So, und das bleibt im Pferd. Hier habe ich irgendwelche Pfeile ausgeladen, die ich gar nicht ausladen wollte. Ach egal, die kann man auch in die Kiste tun. Die kann man zur Not auch in die Kiste tun. Nur die geklauten tun wir nicht in die Kiste. Geklauten tun wir in die Kiste. Den Rest behalten wir drin. Blickte Beinlinge brauchte ich jetzt so nicht. Das muss später aussortiert werden. Komposithandschuhe, stimmt, die wollte ich eigentlich anziehen. Romanischer Reiterstiefel, Lederwams, die modische Hose hier ist meine, modisches Hemd, das müssen wir erstmal sauber machen. Rote Beinlinge, das ist das Zeug. Silberring kann eigentlich auch in die Kiste. Verziertes Hemd. Kann man eigentlich auch mal anziehen, ne? So, das Zeug brauchen wir gleich. Oh, das Hirschfleisch ist noch gut. Perfekt. So. Ich meine, ne, wir sind jetzt erstmal dabei, den ganzen Kram aus dem Pferd in uns zu laden, sagen wir mal. Obwohl, warte mal. Ja, unbekannter Trank, doch den 11 Stück. Ach, das ist wieder. Wollte ich gar nicht. Trinkwasser, das kann mal. Schnaps kann eigentlich auch in die. Trank des Baden. Kann ich mal im Pferd lassen. So viel Gewicht nimmt das jetzt nicht weg. Branntwein weiß ich aber echt nicht. Und edler Wein. Na, lassen wir mal im Pferd. Vielleicht können wir es mal brauchen. Die will ich gleich anziehen. Die kann ich eigentlich dann rüber tun. So, jetzt ist es nur noch das im Pferd, was im Pferd sein soll. Rüstung, muss ich jetzt mal eben nach den Handschuhen gucken. Ja gut, natürlich sind die besser als die Lederhandschuhe. Die Lederhandschuhe können wir dann nämlich für die Diebesrüstung oder so benutzen. Kumanische Armschienen, sind die besser? Nee. Krass, dass ich am Anfang vom Spiel von dem Typ fürs Bogenschießen schon so eine geile Dingens gekriegt habe. Okay. Okay, so den Rest brauchen wir. Der Rest kann jetzt in die Kiste. Der Rest kann jetzt in die Kiste. Ab in die Kiste. So, hier kann ich jetzt wenigstens wieder die E-Taste benutzen. Das ist so bescheuert, dass das zwei verschiedene Tasten sind. Bürgerschwert. Dolch, einen brauchen wir. Aber nicht zwei. Und nur einen für die Öhrchen. Eschenjagdbogen. Aber die kann ich. Oh doch, ich kann ihn benutzen. Oh, geil. Okay, dann behalten wir den drin. Fackeln brauchen wir jetzt auch nicht so viele. Gewöhnlicher Pfeil, gewöhnlicher Säbel, das kann weg. Händlerschwert brauche ich. Jagdschwert kann weg. Knüppel kann weg. Axt kann weg. Holzschild kann weg. Morgenstern. Ritterjagdschwert. Wenn ich Thalenberg ausgeräumt habe, ne? Also, dann bin ich Millionär. Was die da an Waffen rumliegen haben, ist irre. Alter, der Eschenjagdbogen 57, ne?
Hier, den habe ich da. Rustikaler Eibenbogen. Interessiert mich. Mindeststärke 6, Agilität 4, Kraft 8, 6, 57. Also er müsste ja eigentlich besser sein. Ich habe immer noch nicht ganz kapiert, wo jetzt der Unterschied tatsächlich ist. Achso. Ulmbogen. Sachs kann auch darüber. Das Schild kann weg, das Schild kann weg. Das brauchen wir noch. Verbessert der Jagdpfeil. Welcher von denen ist jetzt geklaut? Die Hand oben drüber, okay. Verlässliche Klinge, Zimmermannsaxt. Okay, Alltagskleid weg, die Armschienen weg. Bürgerliche Schlappen, ich pack's mal ein. Eigentlich müsste ich hier, abgesehen von dem, was ich anhabe, alles reinpacken können. Der Rest müsste am Pferd sein. Außer meine Diebes-Dingens, die natürlich nicht. Ist klar, ne? Für die Boxerei kann ich eigentlich die Rüstung anlassen, komplett. Lederwams. Behalten wir auf jeden Fall mal. Modische Baubeindinger. Modisches Hemd. Verzierte Reiterstiefel. Nimm, was will er? Nahrung. Unbekannter Trank. Zwiebel, die ist sowieso gleich wieder kaputt. Schnaps kann in die Truhe. Liegenpilz kann in die Truhe. Hirschleder kann in die Truhe. Das kann in die Truhe. Schatzkarten. Wo sind denn die ganzen anderen Schatzkarten hin? Ach, das ist die Schatzkarte, die der Typ mir eher genau. Hm, jetzt hab ich's kapiert. Gott, die müssen wir auch noch alle suchen, ne? Die ganzen Schätze. So. 103 von 121. Sind nicht optimal, aber das werden die Handschuhe machen. Wie sieht's denn mit dem Essen aus? 88, 98. Perfekt. Perfekt. Ich könnte mich mal. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Nein. Immer noch nicht. Obwohl ich da langsam aber sicher glaube, man mitmachen könnte. So. Ein, zwei Nächte immer drüber schlafen, ey, und dann. Na, das lassen wir jetzt ein paar Tage in der Kiste, den ganzen Kram. Bis dahin müsste diese Ich-bin-ein-Dieb-Hand weg sein. Mal gucken, wo der Kerl jetzt wieder abgeblieben ist. Dann mal die Klamotten wieder reinigen lassen. Ich habe das aber tatsächlich getan. Ich habe mir jetzt Mods drauf gemacht. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die wirklich funktionieren. Eigentlich sollte das jetzt etwas humaner gestaltet sein. Mit dem Verschleiß der Klamotten und mit dem dreckig werden, weil... Da ist er ja. Ja, Alter, ha? Straßensperre. Hey, bleib mal hier. Wie geht's? Ach, komm, scheiße, jetzt hätte ich das wieder nicht rausgenommen. Gott sei mit dir. Ja, ja, bleib stehen. Hau bloß nicht ab, Junge. Das gibt's mit der Kelle und zwar mit der ganz Ding. 40, ne? Scheiße, jetzt. Ich rechne da jetzt nicht rum. Ich mach jetzt die 40. Okay, so rum funktioniert's. Hey, bleib hier, bleib hier. Ich will den Scheiß loswerden.
Dann muss ich wieder zum Großartig. Jäger hoch. Lass mal sehen. Hoffentlich hat er wieder Geld. Ich gucke auch mal beim Metzger. Er hat ja auch wieder Geld. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich habe wieder was. Der Meisterschmied bereitet ein Festmahl vor und will Wildbret in Sahnesoße auftischen. Ich verstehe schon. Erlege einen Hirsch, melke eine Kuh und schlag die Sahne steif. Soll ich auch gleich Butter machen, wenn ich schon dabei bin? Das Rotwild allein reicht. Danke. Lebe wohl. Rehfleisch. Warum sagt er das nicht gleich, der Arsch? Ich hatte die Rehe direkt vor der Nase. Sind wir ja immer noch nicht fertig mit dem Kram. Ach, die haben wahrscheinlich noch gar nicht auf, die Läden hier, ne? Oh, der Duft. Schnell. Schnell in den Laden. Wir können ja, das Pferd schmeißt uns das Zeug jetzt aus seiner Tasche hier rein. Passt mal auf, ich zeige euch, wie das geht. Ah, ja. Zack. Und da kommt's angeflogen. Zack und zack. Ich habe immer noch nicht raus, wo mein Hund abgeblieben ist. Aber er ist ja... da wird er angezeigt. Grüß Gott, edler Ritter. Wie kann ich dienen? Ach, jetzt sind wir schon ein edler Ritter. Lass uns mal handeln. Mach's gut. Oh, sie hat wieder Geld. Da. Guck mal hier. Ja, kommt den Scheiß hier, guck mal. Zack, Hirschfleisch. Vier kommt. Das Hirschfleisch ist weniger wert wie das Wildschwein. Das Leber, 13. Wow, die Nieren, Alter. 17,7. Was machen die da draus? Potenzzeug, oder? Ach komm. Alles, was verderben kann, verkaufen. Gut, den Apfel können wir auch essen. Zack. Ruf verbessert. Hey, bitte auf. Da kommen wir mal die Tür zu. Und jetzt? So. Ich frage mich mal ernsthaft, wo verschlechtert sich immer der Ruf, wenn ich das mache? Ich meine, ne, im Wald sieht mich doch keiner. Spieler da. Oh shit, 35, das war schon die ganze Zeit so scheiße. Ratei müsste... Okay, bei den Waffenknechten. Unfassbar! Wo haben wir denn hier Thallenberg, wo ich gucken? Ach du heilige Scheiße. Wenn ich so weitermache, greifen die mich dann ständig an. Ich muss, glaube ich, muss... Wie kriege ich den Ruf bei den Waffenknechten denn wieder hoch? Kampf. Adalasser, rostige Klinge. Raserei, Sadist. Wenn der Bestand ist so größer, ist die Chance, deinen Gegner Treffer zu vergiften. Selbst wenn du kein Gift aufgetragen hast, befindet sich Gift an der beschädigten Waffe. Ist die Chance, den Gegner damit zu vergiften, um die Hälfte erhöht. Adalasser, du hast bessere Chancen, deinem Gegner im Kampf eine blutende Wunde. Das klingt natürlich nicht schlecht. Ist so wirkungsvoller, deine Angriffe. Ist natürlich auch nicht ein Sadist. Wenn du beim Gegner eine blutende Wunde verursachst, erhältst du... Jeder Treffer, der nicht unterbrochen... Schaden, das ist okay. Deine Stärke und deine Agilität sowie die Fertigkeiten Kampf und Verteidigung sind um 20% erhöht, wenn deine Gegner im Kampf in der Überzahl sind. Ja, das könnte ich. Das kommt natürlich dann, wenn ich es eigentlich nicht mehr brauche, weil ich so stark bin, dass sie mir nichts mehr können. Ja, aber dann werde ich jetzt im Moment noch nichts machen. Stärke, da kann ich mal reingucken. Können wir schon. Was hat er das nochmal? Das gesunde Ausdauer deines Gegners schwächen in dem... Achso, nee, das wollte ich nicht mal. Packesel. Schädelbrecher. Packesel 2 wollte ich auf jeden Fall machen. Ja. Weil ich bin halt so eine Sammelsau. Ich brauche Inventar und nochmal Inventar. Mit viel Schwung. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden, verbrauchen um 10%. Nee. Dann hebe ich mir Packesel und Furchterregend erstmal noch auf. Huckepack könnte, weiß ich nicht, fest im Griff deine Chance, den Gegner zu
Um Klammern zu überwältigen, 40% erhöht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, dass das auch für Dingens zählen könnte, fürs Umhauen. Wenn man den von hinten packt und ne, zu Boden zerrt und wirkt. Also ohnmächtig machen will. Aber ich lasse das mal offen noch, den einen Punkt, weil ich nicht sicher bin, wie viel man da noch kriegt. Agilität, achso ja. Vitalität, dickes Blut. Marathonläufer, schnell wie der Wind, gesunde Ernährung, robuster Magen. Berserker, Blutrausch, mit letzter Kraft, Wiedergänger. Ich glaube, dickes Blut wäre hier echt nicht schlecht. Verlierst du nicht so schnell Blut. Weil ich kann hier nichts skillen für irgendwelche Waffensachen. Blutrausch, Berserker. Mit letzter Kraft. Das Wiedergänger möchte ich auf jeden Fall haben. Nehmen wir aber auf jeden Fall dickes Blut. Weil da habe ich echt immer Probleme mit. Wenn ich dann doch wegkommen sollte und habe eine blutende Wunde, verrecke ich immer unterwegs schon, weil das so schnell geht. Weil ich bin einfach zu langsam, den Verband rauszuholen. Robuster Magen. Du kannst den leeren Magen verdorben und vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positive Auswirkungen. Gilt nicht für Alkohol. Du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst. Ein Punkt auf Vital. Okay, das könnten wir mal machen. Achso, Marathonläufer. Ja, die zwei heben sich wahrscheinlich wieder auf. Sowas will ich nicht haben. Also wäre höchstens gesunde Ernährung ganz gut, aber das Blutrausch, so eine Minimalfall wird Berserker Ausdauer regeneriert sich. Und Gegner ersten Schlag. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Das werden wir auf jeden Fall skillen. Also warte ich noch, bis das freigeschaltet ist und gucken, wie viele Punkte wir dann haben. Redekunst, hoch, wohlgeboren. Achso. Silberzunge. Was habe ich? Ich habe hier noch gar nichts. Minnesänger. Frauen unterhält 50% der Höhe ist ein Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wodurch du sie leichter überzeugen kannst. Zudem kannst du Dienste im Badehaus kostenlos in Anspruch nehmen. Jawohl. Zack, her damit. Und Empathie. Die wollte ich auf jeden Fall haben. Und dann noch Silberzunge, aber das müsste ich auf jeden Fall noch kriegen. Von niederer Geburt, letztes Angebot. Nee, Empathie ist besser. So. Und schon wieder mache ich was anderes, als ich eigentlich machen wollte, ne? Eigentlich müssten wir Rehe jagen gehen. Ja, Leute, so geht das, ne? So geht das, so geht das. Wenn der Fury mal sich mal wieder ablenkt. Heimlichkeit. Wagemutiger Schelm, kauerndes Chamäleon, Meuchelmord. Ermöglicht es dir heimlich zu töten. Du benötigst dafür einen Dolch in deinem Inventar, den du jedoch nicht ausrüsten kannst. Weiß ich nicht. Wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus in Höhe von 30% auf Heimlichkeit. Das klingt natürlich nicht schlecht, ne? Ich glaube, hier kriegte man, ja, hier konnte man relativ viel machen. Ich glaube, das nehme ich. Meuchelmord ist auch nicht schlecht. Aber ich will die Leute eigentlich nicht umbringen, sondern mir reicht eigentlich dieses Ausnocken. Die können ruhig wieder aufwachen. Und solange die nicht wissen, wer es war, ist mir das so egal. Jetzt bin ich mal gehen hier. Entschuldigung. Da überkam es mich einfach. Ich nehme das mal. Also, dann hätte der mich vielleicht, ne, nicht bemerkt, wo ich da in dem Haus saß. Was? Ernsthaft? Ah ne, wollte gerade sagen. Stufe 5 habe ich da schon. Oh, Hundeflüsterer. Ja, ach so. Jag wild, süßes Hündchen. Naja, weiß ich nicht. Lesen. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde. Das interessiert auch keinen. Kunstliebhaber ist auch nicht Bücherwurm. Magistrat, du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, wenn du versuchst, Wachen zu überzeugen. Wissbegierig. Ganz gleich, wo du dich beim Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Bonus. Erstmal Magistrat. Wachen überzeugen ist immer gut, weil da werde ich noch öfter zu. Ne?
Schlösser, beständige Dietriche, geschicktes Händchen. Beim Knacken von Schlössern findet sich der Startpunkt näher am Ende des Schlösses. Natürlich übt es Trunkenbolz, so viel trinke ich nicht. Ist das hier auch? Ach. Okay, hier kriegt man auch relativ viele Punkte. Geschicktes Händchen, das ist okay. Nehmen wir mal das. Keine Ahnung, ob man schwere Schlösser knacken kann. Hey. Ja gut. Gibt's doch nicht. Kann ich schon wieder da hochreiten? Ich war eben da. Ich war gerade eben da. Boah, Alter, die Thallenberger, ne? Aber es geht nicht anders. Schnellreise kann ich nur nach Thallenberg machen. Oder von hier aus. Eigentlich könnte... Stimmt, ich könnte von hier aus auch da hochreiten. Aber Thallenberg ist kürzer. Ich habe alles... Ja, ich habe jetzt die Rüstung an. Wir reiten da jetzt hoch. Weil, für den anderen Kram, für die Quests und so, könnte ich ganz gut... Wie gesagt, das Stefanie-Ding will ich ja noch machen. Dafür brauche ich aber dann wirklich vernünftige Klamotten, ein bisschen Schmuck oder so. Ne, das will ich gescheit machen. Weil man rennt nicht in der Rüstung zu einer Frau, die man, ja, bezirzen will. Oder die einen bezirzt. Und ich will ja an ihre Kiste ran. Das heißt, sie muss in ihr Zimmer. Ihre Nummer habe ich ja schon. Nächster Schritt ist das Zimmer. Ja, und dann möchte ich ja auch mit Theresa noch ausgehen. Kann man das ein bisschen miteinander verbinden, weil dann spare ich mir in der Zeit mal die Kämpfe. Soll ich hier schon was mitnehmen wieder? Nee. Und dann gehen wir auf Diebestour, weil dann packe ich mir die Klamotten zusammen, die so richtig schön auf Heimlichkeit gehen, also die halt keine Geräusche und sowas machen. Und dann gehen wir hier ausräumen. Weil ich meine, ich hätte ein super geiles Schwert hier drin gesehen gehabt. Ich kann mir natürlich auch irren, dass das gar nicht so geil war. Ja. Aber ich meine, da wäre ein geiles Ritterschwert drin gewesen. Und das könnte ich natürlich gut brauchen. Und ich meine, ey, Alter, Geld kann, ne? Geld kann man immer brauchen. Habe ich eigentlich die Jagdpfeile ausgerüstet? Jo. Ich meine, die Viecher jagen ist dann doch einfacher, als ich dachte. Ja. Hätte jetzt... Ja gut, okay. Warum sollen sie es auch schwer machen, die Sauen? Das frustriert dann nur. Es ist ja kein Hunter-Spiel, also kein Jagdsimulator oder so ein Kram. Ja, Henry, Bogen. Hab ich den nicht ausgerüstet? Ach ja, stimmt. Mann, echt. Stimmt, wir haben jetzt den besseren Bogen. Ich hatte da gerade eben was rumspringen sehen da hinten. Was zum Geier ist das? Was zum Geier ist das? Ich habe vergessen, die Schaufel mit. Das nennen die Unfallort? Das ist kein Unfall, Alter. Wir haben den eingebuddelt und gesteinigt, oder? Würde ich mal fast sagen. Dem Blut nach zu urteilen. Alter Schwede. Was sind die Unfallort? Willst du hier was zu holen? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier steht auch nichts von Graben. Also ich gehe mal davon aus, man kann hier auch nicht graben. Ne? Die Schaufel. Ich muss unbedingt... Hallo, ihr Süßen. An euch will ich ran. Oh, die bemerken mich aber scheinbar sehr früh. Der Bogen schießt deutlich weiter. Oder auch nicht, Alter. Mal schießt er extrem weit, mal gar nicht. Okay, einen Treffer habe ich. Das kann nicht wahr sein. Dann noch einer. Toll, ich muss das Pferd umdrehen. Noch ein Treffer. Aber das war, glaube ich, ein anderes Reh. Wie die da... Oink, 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 oink. Erinnert mich irgendwie an irgendeinen Zeichentrick.
Lad nach, Alter. Nein! Was mach ich denn? Ah, okay. Eins haben wir. Sollen wir uns ein zweites holen? Nee. Irgendwie bemerken die mich gar nicht, ne? Ich hätte jetzt eher gedacht, die rennen weg. Getroffen? Hirschfleisch? Hä, das ist so eindeutig ein Reh. Wo ist das denn, ein Hirsch? Falsche Viech umgeschossen, oder was? Neue Stufe erreicht, jawohl. Jetzt sag mir nicht, das ist auch ein Hirsch. Hirsch, wieder Hirschfleisch. Was ist denn hier los? Okay, jetzt sind wir aber gnadenlos überladen. Hier im Rehjagdgebiet, das gibt's doch nicht. Ey, ihr könnt mir doch sagen, was ihr wollt. Das ist doch ein Reh und kein Hirsch. Das sind alles Rehe. Könnt ihr Viecher jetzt mal aufhören, da so wild rumzurennen? Ich kann doch nicht zielen, wenn ihr euch bewegt. Ah, okay. Nächste Folge geht's weiter. Mal gucken, ob in irgendeinem dieser Rehe auch Rehfleisch drin ist. Und nicht überall Hirschfleisch. Also, wir sehen uns morgen weiterhin bei der Jagd. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn ihr Bock habt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.